In Mali wird heute ein neuer Präsident gewählt. Zur Stichwahl tritt Ibrahim Boubacar Keita an. Der derzeitige Amtsinhaber hatte bei der ersten Runde rund 41% der Stimmen erhalten. Sein Hauptkonkurrent Soumaila Cissé schaffte es nur auf knapp 18%. Ihm werden bei der Stichwahl geringe Chancen zugerechnet. Cissé hat schwerwiegende Vorwürfe erhoben, vermutet großflächigen Wahlbetrug in der ersten Runde. Ein Vorwurf, den Amtsinhaber Keita zurückweist. Zwar verlief die erste Runde der Wahlen weitgehend friedlich, wegen Angriffen und anderer Zwischenfälle konnte in hunderten Wahllokalen aber nicht abgestimmt werden.